Oldtimer, Youngsters und Neoclassics. Die Mischung auf der Retro Classics Bavaria erzeugte durch das käuferfreundliche Preisgefüge eine positive Stimmung. Die vierte Retro Classics Bavaria in Nürnberg überraschte viele Besucher mit außergewöhnlichen Sonderausstellungen und einem Klassiker- und Neuwagenangebot, das nicht alltäglich ist. Auffallend waren auch die meist realistischen Preisvorstellungen der Verkäufer, die zu guten und zufriedenstellenden Verkäufen führten. Schon am zweiten Tag der Messe war das Schild "Verkauft" an zahlreichen Fahrzeugen zu lesen. Egal, ob es junge oder ältere Klassiker waren. Die Stimmung an den Ständen und an den Gängen war positiv und auch der Veranstalter durfte sich über einen 10%igen Zuwachs an Besuchern freuen. Auch an der Auktion von ClassicBit zeigten die Besucher großes Interesse. Besonders bemerkenswert war bei den Sonderausstellungen die Präsentation der Norrisring Sportwagen. Szenekenner Uwe Wiesmart, ClassicSprint, hatte eine beeindruckende Anzahl an Sportwagen aus der Geschichte der Rennstrecke nahe Nürnberg in einem der Ausstellungshallen organisiert. Highlight war am Samstag der gemeinsame Aufmarsch der Rennfahrerlegenden, die vor großem Publikum aus ihrem Leben erzählten und für Unterhaltung sorgten. Auf allen Verkaufsständen gab es ein gut durchsortiertes Angebot, das auch schon für den kleineren Geldbeutel den Einstieg ins Sammelhobby möglich machte. Für erfahrenere Sammler gab es immer wieder Highlights zu vernünftigen Preisen. Auch bei den Neoclassics, den Sammlerfahrzeugen, die noch keinen Oldtimer-Status haben, jedoch schon jetzt zu den begehrten Objekten auf Rädern zählen. Auch wer regelmäßig auf anderen Oldtimer-Messen unterwegs ist, bekam bei dieser Ausstellung Fahrzeuge zu sehen, die besonders waren. Ein Augenschmaus war gleich im Eingang als Blickfang platziert. Der Pizzarini P538 von 1966. Ein Wagen wie dieser war auch beim 24-Stunden-Rennen von Le Mans schon im Einsatz. Die zahlreichen Clubs präsentierten ihre Fahrzeuge und ihr Zusammengehörigkeitsgefühl mit ansprechenden Ständen und den Möglichkeiten für Neueinsteiger, sich hier zu informieren. Besonders viel Engagement sah man beim NSU-Club. Die Sonderausstellung gab einen beeindruckenden Überblick über die verschiedensten Fahrzeugtypen und Rennvarianten. Einen Ausblick auf ein Highlight der kommenden Retro Classics in Stuttgart gaben die drei legendären Gulf-Rennwagen, die im nächsten Februar mit zahlreichen Artgenossen auf einer Sondershow in der baden-württembergischen Hauptstadt zu sehen sein werden.